Warum werden die ägyptischen Königen? Man nennt sie Pharaonen, wurden dort begraben. Ezayiku, eine Ismislim, und heute haben Loku, Molokhiya und Reis. Das war Arabisch und heute machen wir das ägyptische Nationalgericht Molokhiya. Wir brauchen Zimt, Koriander, Pfeffer, Cumin, Salz, Knoblauch, Reis, Molokhiya, Öl, Zitronensaft und Pfeffer. Vor das Molokhiya erhitze ich erst das Öl. Jetzt der Knoblauch dazu. Jetzt die Gewürze. Nebenbei mache ich den Reis. Das Molokhiya kommt jetzt in die Brühe. In das kochende Wasser. Den Reis lassen wir circa 10 Minuten köcheln. Ich schließe den Reis ab. Jetzt noch mit Zitronensaft abschmecken. Ha! Das Molokhiya ist fertig, wir richten an. Wusstet ihr, dass der längste Fluss der Welt durch Ägypten fließt? Der Fluss heißt Nil und das ist mehr als 6000 Kilometer lang. Tschüss und Salam!